Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei Sunkenland. Auf unserem High Ground. Wir haben den High Ground erreicht. Allerdings, es ist super gefährlich, muss ich gestehen. Ich habe so einen Kumpel, mit dem habe ich eine Zeit lang arsch viel Warzone gezockt. Und ich habe immer so das Bedürfnis, hier einfach runterzuspringen und dann ganz selbstverständlich ja. meinen Fallschirm zu ziehen, weißt du? Ja, das ist schlecht. Ja, schmeißt mich mal unten raus. Ich würde noch ein bisschen looten und dann geht's zurück. Wir haben gerade schon im Discord gequatscht, Freunde. Wir haben so beide die Befürchtung, es neigt sich vorerst dem Ende zu. Das gute Sunkenland. The good old Sunkenland. Ja, es sind halt doch nur noch 3 Inseln mit Gegnern, gell? Und dann halt ganz zum Schluss wollen wir noch zum Atomkraftwerk schauen und gucken, was da passiert. Ja, wird spannend. Auf jeden Fall. Ich muss gucken, was ich so bisher dabei habe. Bitte aussteigen. Na, ich bin schon draußen. 5,50 bitte. 6,50? Für dich Freundschaftspreis 7,50. No. No. machen wir jetzt nach Hause oder ich weiß gar nicht, was haben wir im Inventar? Ja, wird sich lohnen wahrscheinlich. Ja, ich habe schon, ich bin eigentlich gut ausgerüstet. Ich glaube, ich brauche nichts mehr. Ja. Vorbeändern. So. Ja, wie gesagt, ich will es jetzt auch eigentlich nicht künstlich rauszögern, das Ganze. Naja, muss ja auch nicht sein. Nee. Muss ja auch nicht. Also ich freue mich auf, du kannst hier tatsächlich schon die Beta ziehen, ne? Also du könntest rein theoretisch, wenn du das möchtest, könntest du dir schon angucken, was die nächste Version kann. Aber ich würde lieber noch warten wollen. Und in der Zeit haben wir noch ein bisschen was auf Lager. Voll. Ich auch. Ich würde dann, glaube ich, auch gern einfach auf, ja, maybe sogar drauf warten, bis das Full Game rauskommt. Und dann wieder reingehen. Mhm. Weil es gibt, ich finde, es gibt halt so, ich liebe diese Art von Spiel. So Survival Game, wo man gemeinsam so eine Basis aufbaut und so. Und da gibt es so viele, wo ich mir eher sogar am Überlegen bin, ob wir da nicht mal reinschnuppern. Aber ich bin schon dafür, dass wenn Sunkenland irgendwann aus dem Early Access ist, dass wir da nochmal reingehen. Zum Beispiel, willst du schon mal ein Beispiel geben? Ich habe letztens gesehen, dass irgendjemand Videos zu Green Hell hochlädt. Und ich habe Green Hell zum Beispiel nie gespielt. Ich schon, aber das ist Ewigkeiten her. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt aus der Alpha raus ist oder was mit dem Game überhaupt passiert ist. I don't know. Ja, oder generell halt so. Es gibt ja viele so, auch The Forest. Boah, nach langer Zeit mal wieder in The Forest 1 reingucken. Ich habe den zweiten noch nie gespielt. So, wäre auch wild. Ja, ja. Also es gäbe Stoff. Und Schnaps. Und Stoff. Und Schnaps. Und Stoff. Und Schnaps. Alter, dieses Boot ist so geil. Aber ich glaube, ich würde trotzdem gerne diesen Bowrider noch bauen. Bowride! Take it easy! Oh, da schießt man da schnell auf den Hafen zu. Spinnst du? Vorsichtig, wir haben keine Rampe. Boah, das wäre so. Boah, wäre das geil. Oh mein Gott, so eine Rampe. Alter, wenn man hier so anfliegt auf unser Gemäuer hier, das ist richtig geil. Oi. Hallo, ich bin zu Hause. Vorsichtig. Schnellers zusammen. Bonjour. Alter, ich hab das Teil richtig gut unter Kontrolle, habe ich im Gefühl. Ja, du fliegst es auch stabil. Also, ich habe mich da dümmer angestellt. Aber schau, Floki, so hat jeder wieder seine Fähigkeiten. Let's ride. So, ich kann mit der Schrotflinte umgehen. Und niemand ist wirklich so hässlich, dass ihn niemand liebt. Aber trotzdem habe ich halt kein Foto für dich. ich hab letztens, mit wem habe ich das angeguckt? Mit irgendeiner Freundin habe ich. Kennst du Noahs Insel noch? Nee. Mit den Tieren? Also wo so, das ist so eine Zeichentrick, so eine Kinderzeichentrickserie mit so einer schwimmenden Insel, wo halt so Tiere, die sollen irgendwie von einem Zoo von A nach B verfrachtet werden und dann gibt es einen Sturm und die schwimmen dann alle auf diese Insel.
da ist ein Vulkan drauf und der ist halt so, ja. Das sagt mir nichts. Gar nichts. Gar nichts gerade. Ich müsste es, glaube ich, erst sehen. Also ich kann es nicht. Ich kann damit gerade nichts. Müsste ich nackt sehen. Müsste ich nackt sehen, was? Hast du dir da schon wieder deinen Pissport vor dem Eingang stehen lassen? Nein. Ja, bei mir schon. Lüg nicht. Lügner, Lügner. Lügen darf man nicht sagen, Floki. Nee. Nee. Oh, verdammt. Worauf ich eigentlich hinaus wollte. Da gibt es einen russischen Kurzspitzrüssler oder so. Den Sascha. Und der redet immer so komisch. So der Sascha. Und der sagt dann, und er hat am Ende immer so großartige Lebens... Also so eine großartige Lebensmoral. Und einmal hilft er einem Geier. Also er rennt immer so rum, spricht die Leute an und sagt so, ich bitte um Pardonski, aber bla bla bla. Und irgendwann will er so einem Geier helfen und er schafft es dann halt, den Geier wieder zu seiner Familie zu bringen. Und dann sagt er, als Moral der Folge, ne, so als Abschluss des Ganzen, sagt er, ja, ja, wie ich immer zu sagen pflege, niemand ist wirklich so hässlich, dass ihn niemand liebt. Und ich so, okay, das ist eine Kinderserie, Freunde. Ja, aber Kinderserien, wenn man sich die als Erwachsener reinzieht, haben die einen ganz anderen Geschmack, als wenn man die als Kind sich angeguckt hat. Ich habe die noch nie gegessen. Ich schon. Also ich kaufe mir die so meistens als Blu-ray und dann mache ich mir die zum Abendbrot. Ja, zum Abendbrot. Alter, Abendbrot ist so ein weirder Begriff, gell? Den nimmst auch nur du her in meinem Freundeskreis. Ja. So. Hä? Was sagt ihr denn dazu? Abendessen. Ja, gut, Alter, komm. Ja, Abendbrot, meine Güte. Floki, bist du 60? Innerlich schon. Ja, stimmt. Also manchmal fühle ich mich schon sehr alt. Ja, ich mich auch. Guck mal, wird er sich freuen. Baust du schon wieder Scheiße, oder? Nein. Ja, ganz ehrlich, wenn man nur sagt, guck mal, da würde er sich freuen. So, da weiß man schon, dass Floki wieder irgendeinen Müll geplant hat, um mich zu ärgern. Stimmt doch gar nicht. Doch. Nein. So, ich mach mal ein bisschen Benzin, Freunde. Muss mal wieder die Industrie ein bisschen vorantreiben hier. Sag mal, was krumm. Ach so, das ist dieser. Alter, dieser Generator, gell? Der klingt, als hätten wir ein Atomkraftwerk ist leiser. So, als hätten wir irgendwie. Ach, ich finde keinen Begriff dafür, Floki. Ich finde keinen. Ich finde einfach keinen. Ist nicht schlimm. Das habe ich öfter. Ich bin auch sehr sprachlos in dieser Welt geworden. Oh, da fehlen halt einfach mal die Worte. Was soll man denn machen? Bitte fang jetzt nicht. On-Stream ist heulen. Ich kann das alles nicht mehr. Ja, so lange probieren. Ich kann das nicht mehr. Aber es ist doch schön geworden. Naja, dann kann ich wieder nach Hause fahren. Ich lieb's. So. Slow ride. Gut, dann brauche ich mal wieder ein bisschen was von unserem besonderen Holz. Das erinnert mich an eine wahre Geschichte, die bezeugt, ja, dass ich als Kind schon behindert war. Soll ich davon erzählen? Wir hatten damals Du bist so großartig eingestiegen in die Story. Bitte erzähle mir den Rest, Floki. Okay, pass auf. Wir hatten besonders, damals, weil ich gar nicht weiß, ob behindert der politisch korrekte Begriff ist, mein Freund. Wir hatten damals Werkenunterricht. Anyways. Also, wir hatten damals Werkenunterricht. Okay. Und da ging es um Holz, Holzbearbeitung und Co. Ne? Wir waren auch in der Werkstatt und bla. Und ja. Da sind wir wieder zurückgegangen und dann gab es so ein paar kleine Aufgaben. Hat der Lehrer uns gefragt, was gibt es denn für Holzarten? Ich habe mich gemeldet und habe gesagt, Treibholz.
Fand sogar der Lehrer lustig. Das war so geil. Geil! Ich konnte es mir einfach nicht. So gut! It's a classic, aber ich konnte es mir einfach nicht verkneifen. Es musste irgendwie raus. Ach, du wusstest, dass es falsch war. Ja, natürlich wusste ich, dass es falsch war. Ja, ein bisschen grenzdebil bist du ja schon. Ja, das ist richtig, aber ich mache auch grenzdebile Jokes, wo man dann denkt, oh Bruder, der ist eigentlich schon ganz schön dumm, wenn man mich nicht kennt, glaube ich. Aber ich habe auch einen sehr trockenen Humor, also es ist schon speziell, glaube ich. In manchen Belangen. Aber was soll ich sagen? Ich bin so, wie ich bin. Ah, schön. Schön, dass du wenigstens zu der Erkenntnis gekommen bist. es ist geil. Wenn andere nicht über mich lachen, dann mache ich das schon selbst ganz gut. Ja, ich krieg das auch ganz gut. Ja. Wie hat ein weiser Mann gesagt, die besten Witze sind die eigenen. Du bist ein Idiot. Ich. So voller Überzeugung. Geil. Ah, herrlich. Oh. Heieiei, okay. Das sieht schon mal alles gut aus. Hast du irgendeinen Munitionsmangel? Ja, Gewehrpatronen. Sturmgewehr? Ja. Okay. Wo sind die Dinge hin? Hier? Oh, krass, habe ich da viele. Nice. Dann, let's go. Ja, ich hoffe auch irgendwie, dass noch ein paar mehr Erze dazukommen und so ein Zeug, weißt du? Lauter so Sachen. Ja, wird schon. Also ich find's ja allein schon geil, wie, also der Schritt vom nächsten Update. Von dem, was ich mir so durchgelesen habe, ist das schon nice. Weil es ja von der Grafik her auch einiges ändern soll. Also auch von den Details unter Wasser und Co. Das wird schon cool. Das ist, ich finde es manchmal sehr spannend, wie unterschiedlich wir an solche Sachen rangehen, weil da bin ich zum Beispiel super skeptisch. Okay. Warum? So wie das aufgeht. Ja, auch ob das nicht maybe wie smart es am Ende wirklich ist. Nicht, dass es dann zu viele PCs überfordert, weißt du, was ich meine? Ja, gut, aber wenn man das mit den Grafikeinstellungen fixt, ja, klar. Ja, also so, weißt du, wenn man dann einstellen kann, ja, Detailgrad und Co. und dann verschwinden halt irgendwo ein paar Gräser, die auf einem höheren Detailgrad vorhanden sind, dann ist es ja halb so wild. Also wenn man das quasi gut balancen kann, dann why not? Ja. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich habe bloß besonders bei Indie-Entwicklern immer so das Gefühl, ja, maybe doch nicht Unreal Engine 5, sondern einfach mal was mehr Leute spielen können. Ja, gut. Ist das hier Unreal? Nee, das ist nicht Unreal Engine. Was ist denn das für eine Engine hier? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Das war aber auch eher so allgemein ins Internet. Ja, das ist mir relativ egal. Ich finde gerade bei Indie-Games ist es mir, weißt du, Schönheit muss nicht übelste Realität sein und hier übelst krassen, keine Ahnung, Reflexion, da bämst dich irgendeine Grafik weg. Es kann auch ein mega geiler Comic-Style sein. So, das Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Oh mein Gott. Also es war gut bis zu dem letzten Satz. Warum dann, denn? Warum? Warum? Es ist doch so. Also. Ja. Das letzte war mir persönlich ein bisschen zu geschwollen, aber ich bin an sich auf deiner Seite. Okay. Mister geschwollen. Ich spiele ja gerade Black Mirror. Ja. Und da ist mir halt auch aufgefallen, weißt du, so eine Pixel-Grafik, halt das Spiel ist von 2001, glaube ich, und es ist verpixelt. Aber irgendwie, die Story macht Spaß. Das ist geil. So, man fuchst sich da rein. Ein gutes Game braucht keine überdimensionale.
Jetzt pass auf, jetzt werde ich ein bisschen geschwollen. Pass auf. Mhm. Ich finde, mit Spielen ist es manchmal wie mit Menschen. Mhm. So, es gibt optisch unglaublich gut aussehende Menschen. Dankeschön. Ja, zieh weiter. Die aber dann halt einen unglaublich beschissenen Charakter haben. Ja gut, so. Das tut mir leid. Und das ist dann für mich immer so, schöne Verpackung, beschissener Inhalt. So, und so finde ich, du kannst ein Spiel optisch unglaublich schön verkaufen, aber irgendwann checken dann die Leute, dass der Inhalt kacke ist. Und dann hilft dir das alles nichts mehr, weißt du? Ja. Dann will es auch keiner mehr spielen, sondern hat das alles nichts gebracht. Und da würde ich halt immer so ein bisschen davon abraten, so mehr Fokus auf eine geile Story, dass es Sinn macht. Dass die Leute dabei bleiben. Ja. Aber das ist. Ich bin auch kein Entwickler und ich meine, ja doch, Eastshade sah schon geisteskrank gut aus auch. Mhm. Ja, das stimmt. Aber es hat ja auch keine überdimensionale, realistische Grafik, sondern hat ja auch seinen eigenen Stil, weißt du? Das so meine halb, ich halt. So Halbcomic, gell? Ja. Also nicht Comic, wie man also jetzt meint. Also Fantasy wahrscheinlich schon eher, so ein Fantasy-Style. Aber es ist halt das, was ich meine. Ja. Ja, du musst halt auch irgendwie den Stil finden, der zu dir passt. Ja. Zum Beispiel gibt es natürlich aber auch Spiele, die ich persönlich aufgrund des Stils nicht spielen würde, weil es mir einfach optisch nicht gefällt. Okay, jetzt die spannende Frage dazu. Wie stehst du zu JRPGs? JRPGs, sind das japanische? Ja, genau, diese, die oft mit diesem Manga. Ja, nee, da bin ich raus. Da bist du raus, das habe ich mir fast gedacht. Da bin ich leider raus. Also, ich hate das Genre nicht, aber ich kann halt nichts damit anfangen. So, das ist für mich, ich komme da nicht rein. Aber ich bin auch nicht im Anime-Game oder Manga-Game drin. Mhm. Muss ich ehrlich zugeben. Ja, ich werde früher oder später mal eins spielen müssen, weil es mich einfach interessiert. Der Hype ist ja doch sehr groß. Mhm. Das heißt, es kann jetzt nicht nur. Also ich kann mich jetzt nicht über die Meinung der Gesellschaft stellen und sagen, ja, ich weiß es einfach besser. Weil ich kann damit auch nichts anfangen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich finde den Stil ziemlich eigenartig. Okay. Und werd nicht so ganz damit wahr. Aber es hat ja den Grund, warum der so beliebt ist und auch diese Beliebtheit momentan so extrem lang anhält. Weißt du? Es wird ja nicht weniger. Ich habe so das Gefühl, dass mehr Leute mittlerweile ein Crunchyroll-Abo haben als Netflix. Ja gut, das kann ich nicht beurteilen, aber bestimmt. Kann gut sein. Ja, ihr habt das Gefühl. Ich weiß es auch nicht. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen. So, Treibstoff ist wieder voll. Brauchst du irgendwas von der Händlerin, irgendwie Medizin oder so ein Zeug? Medizin kannst du immer mitbringen. Na, weil ich würde sonst gar nicht erst fahren. Ach so, ne, ich habe drei Antibiotika dabei. Okay. Aber ich glaube, wir haben noch drei Antibiotika in der Kiste. Ich weiß nicht, wie viel du hast. Also ich habe 6 Antibiotika und ich habe sogar noch 3-mal dieses Pulver. Mhm. Das einen ja auch hielt. Nein, 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 Floki, it happened again. Oh, scheiße. Oh Gott, er bringt mich um. Überleg dir, was du sagst. Wie kann man diesen Gummi verlegen? Du brauchst einen Gummi? Ja. Dann gibt's hier irgendwo Draht installieren mit C. Ja. Und wie machst du das immer so schön? Du gehst dann jetzt nach oben an die Decke und drückst einfach Linksklick. Willst du mir das mal zeigen? Achso, ja, da, okay. Hast du Gummi? Warte, ich nehme mal eins raus. Ja. Warte. Ich gehe mal hoch, dass halt so, ne? Also, dass es nicht so hässlich schräg durch den ganzen Raum ist. Ja. Und dann gucke ich halt, wo ich schon Drähte verlegt habe. Wie hier zum Beispiel. Und dann gehe ich hoch. Und guck mir den nächsten Punkt aus. Der wäre dann da oben. Och nee. Boah, Alter. Alter, ich habe mich gerade übelst erschrocken. Ja, ich verleg den Gummi.
Der hat auch dir einen sauberen Streifschuss an der Schulter gegeben, der Kollege. Alter, das war brutal. Das war gewollt. Das war ein Attentat. Ja. Die schwimmen da hinten. Die kommen angeschwommen. Ja, ja. Aber kommen die denn wenigstens näher? Oder sind die schon wieder im Wasser? Nee, die kommen schon näher. Hey, das sind ganz komische. Die sehen ganz weird aus. Das sind jetzt die letzten quasi. Das können nur die letzten sein. Ich weiß gar nicht, ob das die sind oder ob das eine ganz andere. Die sehen aus wie so Henker. Okay. Ah, nee, das sind schon die. Ja, ja. Es sind sehr viele Nahkämpfer dabei einfach. Ja, nice. Die sind einfach. Ja, da ist halt auch chillig mit der Schrot. Alter, da kommen die angerauscht. Warst du das schon? Nee. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind noch einige. Guck mal, da wurden schon zwei erwischt. Sehr gut. Oder warte, ich habe hier Munition für dich. Hier. Warte, wo hier? Nice, danke. Und oben in der Munitionskiste oben. Ja. Ist Ding-Munition. Also, weißt schon. Ja. Dann. Boah! Au! Von wo? Ich sehe den nicht im Gebüsch. Boah, ich muss Antibiotika nehmen. Was? Ich bin gleich down. Ach so, in-game. Ja, natürlich in-game. Ich habe zum Glück keine schwere Erkrankung. Oder irgendwie eine Erkrankung, wo ich habe noch nie in meinem Leben Antibiotika nehmen müssen. Noch nie? Noch nie. What the fuck? Okay, das ist impressive, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das impressive ist. Ich hatte halt herzlich wenig gesundheitliche Sachen, außer einmal mit dem Magen. Aber das waren eher allgemein schwere Zeiten. Das war, glaube ich, auch viel psychisch, was da reingespielt hat. Das setze ich mal nicht mit dazu. Aber ansonsten geht's mir gesundheitlich eigentlich ganz gut, bis auf Rückenschmerzen und Co. Die aber, okay. Ja, ich mache momentan zu wenig Sport, gebe ich zu. Ich bin da nicht so into und ich sollte mehr tun. Dadurch, dass ich halt sehr viel stehe oder sehr viel sitze, irgendwas dazwischen gibt's momentan nicht bei mir. Ja, das ist schon was ich sehr brauche. Also dadurch, dass ich halt auch so viel am PC bin. Wegen YouTube oder so, oder auch wegen meinem eigentlichen Job, ist es halt dann doch so, dass ich einfach, ja, und wenn's nur Liegestützen sind, weißt du? Ja. Hauptsache irgendwas gemacht, um dagegen zu arbeiten, dass dein Körper komplett. Ja, das merke ich halt momentan auch wieder und deswegen fange ich jetzt langsam wieder an. Und ich muss mir da irgendwie eine Routine anarbeiten, dass ich halt nicht wirklich rauskomme. Weil ich finde, es ist immer schwer, sich eine Routine anzuarbeiten und die dann zu halten. Aber solange man die so, also, ne, wenn man die dann drin hat, dann ist es ja halb so wild. Das kommt tatsächlich, also meiner Meinung nach, komplett von selbst. Am Anfang ist es so, oh Gott, ich muss heute noch trainieren, oh Gott, ich muss heute noch trainieren. Und irgendwann ist es wie Zähneputzen. So, du weißt so, okay, eigentlich, heute ist wieder Tag, weißt du so? Ja, aber da hinzukommen ist halt, glaube ich, auch für viele schwer. Ja. Besonders, wenn viele dann, man will ja immer schnell einen Fortschritt sehen und dann kommt er nicht gleich und so, weil sowas ja, halt einfach dauert. Das ist mir relativ egal, weißt du, weil ich bin mir im Klaren darüber, dass es gerade was den Körper angeht, nicht von jetzt auf gleich funktioniert. Es sei denn, du lässt dich irgendwie operieren, aber das ist vollkommen der falsche Weg. Das ist der maximal falsche Weg. Ja. Da merkst du aber auch, wer es ernst meint und wer nicht. Weil, also es kommt, finde ich, auch immer so drauf an. Es gibt zum Beispiel ja Leute, die irgendwie, ja, halt früher sehr, sehr übergewichtig waren und die nehmen dann ab und dann zieht sich die Haut bei denen so, weil die halt so ein bisschen ausgeleiert ist. Da kann ich schon verstehen, dass man das dann im Nachhinein, also, ja, machen voll möchte. Ja, ja, auf weil jeden Fall. Die, ja, weißt du, dann hast du schon diesen krassen Progress gemacht und so. Und dann kannst du den Fortschritt nicht genießen. Mhm. Also es war, oder auch zum Beispiel eine Freundin von mir, die hatte auf der Nase so ein, ja, Horn ist so ein Hornfortsatz. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber die hatte halt wie,
ja, da, ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht. Ein bisschen wie ein Papagei sah die Nase halt aus. Also jetzt nicht unglaublich schlimm, aber sie hat es halt mega gestört. Mhm. Und da hat sie dann halt auch das operieren lassen. Was ich verstehen kann. Mhm. Das sind ja auch keine wilden Eingriffe. Also. Ja. Das ist ja. Mir ist meine Nase auch schon zweimal operiert worden. Jetzt nicht auf Schönheitsbasis, das würde man sehen. Das nicht, aber halt auf. Weil du krass auf die Fresse bekommen hast. Nee. Nee, das ist. Weil du mal wieder krass im Fight Club unterwegs warst. Ja, aber Floki, du hast gerade die erste Regel des Fight Clubs gesprochen. Ah, fuck! Man sprich niemals über den Fight Club. So, nee, tatsächlich einfach, weil ich immer wieder Probleme mit den Nasenmuscheln habe und dann letztes oder vorletztes Jahr ist irgendwie aufgefallen, dass meine Nasenscheidewand maximal krumm ist und so. Also, ja, da wurde halt immer wieder was gemacht. Und es ist eine Leidensgeschichte. Ihr und meine Nase ist wirklich, das ist grauenvoll. Hm. Ja, da kenne ich auch so jemanden. Das ist, das, ja, aber ich hab das Gefühl, bei mir, weil meine Nase verstopft bei dem Wetter sehr schnell und ich habe das Gefühl, keine Ahnung, vielleicht sollte ich das einfach mal untersuchen lassen, weil ich denke, ich kriege dadurch auch dann sehr schnell Kopfschmerzen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja alles okay und ich nehme mir das sehr zum Herzen, aber es ist sowas, was mir in der letzten Zeit wieder aufgefallen ist. Weil sobald die dicht ist, kriege ich halt schon sehr, sehr dolle Kopfschmerzen. Deswegen probiere ich die immer freizuhalten. Ja. Ja, ich verstehe das. Besonders, also, manche Leute können ja da easy auf Mundatmung umstellen. Ich kann das zum Beispiel gar nicht. Ich fühle mich da nicht wohl. Mhm. So, mein Lieber. Also, Munition habe ich dir in die Munitionskiste gelegt, gell? Da sind 126 für dich. Ja, dankeschön. Ansonsten bin ich hier durch. Wir haben jetzt das letzte Boot. Das habe ich unten hingestellt. Da baller ich jetzt noch Ding rein. Benzin. Und dann können wir zwecks mir auch los. Okay. Ich muss noch die Sachen, die ich jetzt von den Leuten hier zusammengesucht habe, wegräumen und dann können wir von mir aus auch los. Quasi mit der nächsten Folge. Ja, direkt reinstarten. Direkt reinstarten. Währenddessen mache ich ein bisschen Brati-Brati und Party-Party. Und Party-Party. Ja. Was habe ich denn noch so? Oh, die haben Kräutermedizin gedroppt. Sehr geil. Ein Brathahn. Boah, ein richtiger Brathahn. So, dann snacke ich hier noch kurz was in unserer Lebensmittelbox hier. Trinken wir noch einen Schluck. Ja, und das ist ganz nice, weil die untere im Süden, die erste Insel, die ist nicht die, die wir für die Mission brauchen. Das heißt, die machen wir zuerst und dann machen wir die Mission. Dann fehlt nur noch dieses Atoll und dann sind wir halt durch. Mhm. Dann fehlt nur noch, zum Abschluss schauen wir uns dann ja das Kraftwerk an. Da bin ich gespannt, ob das funktioniert. Ja. Weil du bist ja damals irgendwie hingefahren und warst dann irgendwie, glaube ich, vergiftet, also halt verstrahlt. Ja, ja, ich hatte einen kleinen gelben Balken. Okay. Was kann denn dieses Jetstream Bowrider besser? Ein Speedboat für... Ich glaube, das ist einfach nur schneller. Als das Marine-Schnellboot? Ich glaube, es ist das Schnellste, was du hier haben kannst. Warum ist das Marine-Schnellboot dann weiter oben? Weil das wahrscheinlich mehr Platz hat, mehr Stauraum. Nee, die haben gleich viel. Okay, wild. Ja, dann keine Ahnung, dann weiß ich nicht. Alter, was für einen wilden Fuhrpark wir mittlerweile hier haben, gell? Ja. That's true. Also eigentlich das Einzige, was uns wirklich fehlt, bis zum Schluss, sind deine Glaswände, gell? Das ist sehr bitter. Es ist wirklich sehr bitter für mich. Aber was soll ich tun? Ich schaue gerade noch so durch. Ansonsten Baupläne. Ja, wir müssten halt noch 100.000 Waffen zerlegen, um die einzelnen Komponenten freizuschalten. Und halt noch so ein paar Möbel. Aber wir haben echt krass viel freigeschaltet. Ja.
Also wir haben uns da nicht lumpen lassen. Wir haben das Spiel schon ausgekostet. Wir haben schon richtig gut Progress gemacht jetzt in den letzten Runden vor allem. Ja, weil wir mittlerweile auch ein gut funktionierendes System haben, gell? Ja. Boah, weißt du, was ich diesmal mache? Ich nehm Stoff mit. Good idea. Mhm. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht zu lange im Early Access ist. Also wenn es jetzt noch so ein Jahr oder von mir aus zwei im Early Access ist, dann sage ich, okay, take your time. Aber dann so in zwei Jahren oder so, dann eineinhalb, wieder zurückzukehren und sagen, oh, let's go. Ich glaube, da knallt bei mir die Nostalgie auch heftig. Hm. Ja, ein Spiel, was ich quasi von Kickstarter kenne, ist jetzt in die 1.0 geraten. Also jetzt nach, keine Ahnung, seit nach 10 Jahren oder mehr als 10 Jahren, 11 Jahren, keine Ahnung. Es ist unglaublich, es hat unglaublich lange gedauert. Es ist 7 Days to Die. Ja, habe ich gesehen. Mhm. Ja. Ist jetzt offiziell quasi. Ja, draußen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht können wir da auch mal reingucken. Ja, können wir. Aber für heute verabschieden wir uns erstmal, meine Lieben. Wir sehen uns übermorgen wieder. Macht's gut. Rein. Ciao. Danke, dass du hier warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dass uns die digitale Welt zerreißt. Heißt, sie uns einsaugt, uns aufnimmt und paralysiert, bis wir wieder los sind und sie uns isoliert.